Alright, Leute, willkommen zurück zu Reactions. Leute, wir reagieren heute mal auf Stamplay und noch derweise andere YouTuber, welche das sein werden, werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Und ich würde sagen, Leute, wir schnacken gar nicht lange, wir gehen rein. Let's go. Aber, man kann den Raketen Hallo sagen. Hallo? Hallo? Und aufgespielt! Mann! In die Futterluke rein! Oh mein Gott! Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite! Schöne Grüße mal an irgendeine Uhrzeit aktiv. Ich denke mal, nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid noch wach und bleibt mal vor allen Dingen ein bisschen wach. Es wird wieder Zeit, ein bisschen in die Vergangenheit zu springen. Ihr wisst, ich glaube, in den ganzen letzten Wochen gucke ich mir gerade immer noch die alten Live-Events an und probiere einfach alles Mögliche aus, was wir nicht ausprobiert haben. Heute ist Season 9 und Season 10 dran, ne? Zum Beispiel, was passiert, wenn die Rakete direkt auf unseren Kopf drauf fliegt, wenn Teddy uns mit dem Schwert aufspießt und. Wir können diverse Sachen austesten. Und da freue ich mich darauf auf jeden Fall, ne? Und mit den ganzen Private Server, die ich hier gerade zeige, kann man da das Ganze ausprobieren. Für die Leute, die fragen, wie das geht, ne? Der Private Server nennt sich Rift. Ich werde irgendwann in den nächsten Tagen auf TikTok eine genauere Anleitung hochladen. Könnt ihr gerne dazu folgen. Links unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon in der Videobeschreibung seid, gerne auch Abo-Button und Glocke reinhauen. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und vor allen Dingen, wenn der Algorithmus uns zusammengebracht hat. Mit den 50% der Leute, die immer wieder die Videos schauen. So, erster Trick, den wir probieren. Wir versuchen mal, auf Polar Peak zu landen. Ob das klappt, könnte tricky werden. Yo! Wir brauchen gar nicht auf Polar Peak zu landen. Der Laser bringt uns um. What? Ja, mach du dein Ding da! Der hat mich gekillt! Kratos ist ein Schwitzer, hat einen Kill! Ein Kill mehr als ich! Aber man konnte doch beim richtigen Live-Event nicht durch den Laser sterben, oder? Leute, genau deswegen liebe ich das Zeug! Es fängt einfach mal schon grandios an! Genau das ist das, was wir ausprobieren wollen. Crazy Stuff! Ich wurde einfach so durch den Laser von Kratos getötet, indem ich reingeflogen bin. Respekt! Nächstes Experiment! Kann man auf Polar Peak landen? Dein Werbevideo, das Top-Freelancer auf Fiverr erstellt haben, erobert gerade das Internet. Sie haben... Weiter Try, nächstes Experiment. Oh, das war aber knapp, Kollege. Jetzt habe ich echt Respekt vor dem Laser. Hatte ich vorher nicht. Jetzt habe ich Respekt vor dem Laser. So, wir hoffen mal, dass wir auf Polar Peak landen können. Wenn er einfach mal so vorbeiläuft. Das macht er ja gleich. Okay, da ist er. Einmal runter, einmal hoch. Mach den Gleiter auf. Perfekt. Komm heran, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran, Brudi. Es hat mich geflasht. Ich habe ihn berührt. Und es hat mich geflasht. Okay. Haben wir auch ausprobiert. Ich habe ihn berührt und es hat mich so ein bisschen geflasht, einfach so. Ich konnte nicht durch ihn durchlaufen. Finde ich interessant. Yo, alle Leute. So sieht das aus, wenn irgendeiner ein Spiel spielt und du bist der NPC-Charakter. Ohne Flachs, du fühlst dich klein. Und das ist der Hauptcharakter, der kämpft gerade gegen den Boss. Und du bist der NPC, der gerade zuschaut, während der gerade einen epischen Fight gegen diesen Boss hat. So, wir versuchen nochmal hochzufliegen. Kein Gleiter. Brauch den Gleiter, ich kann den nicht manuell triggern. So, come on. Come on. In die Futterluke rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kratos, nein, Teddy hat mich quer durch die Karte geschleudert. Let's go. Es hat geklappt. Das Timing war on point. Ich war genau in dem Moment vor der Brust von Kratos. Und dann hat mich der Teddy... Oh, das würde ich gerne im Replay angucken, ne? Das hat ja mal super funktioniert. Was passiert, wenn der Mecha-Führer einen boxt? Okay, nächstes Experiment. Wir schauen mal, was passiert, wenn der den Zero-Point hier aus dem Boden rausholt. Ich bleib hier einfach drinnen. Easy. Teddy-Riding gleich Rocket-Riding, ja? Auf Teddy konnte ich so viel besser hier Rocket-Ride machen, als es auf einer Rakete ist. Mit dem Jetpack sah alles so klein aus, ne? Ja, dadurch, dass man in der Luft war, sah das so klein aus, aber... Das sind einfach nur Giganten, die hier kämpfen, Leute. Okay, man kriegt immer so einen weißen Blitz, wenn man von dem berührt wird, ne? Weil es einen so wegpusht. Ich berühre den hier, ne? Und dann pusht es einen weg, als ob das ein Bounce-Pad wäre. Also im Prinzip ist er... Boots! In your face! Okay, ich hab's überlebt. Easy life. Was kannst du eigentlich? Kein Wunder, dass Kratos so lange überlebt hat. Wenn sogar ein direkter Schlag auf meine Fresse nichts gebracht hat. Okay, Zero Point ist... Lost.
Der ist los. So, bis zum Schwerthieb schaffe ich es wahrscheinlich nicht, ne? Dazu brauche ich zu lange, um dahin zu rennen. Nächstes Experiment. Was passiert, wenn das Schwert uns richtig volle Kanne erwischt? Aber dazu müssen wir erstmal dahin rennen. Kann man mit dem Schwert gehoben werden? Nächstes Experiment. Einer wollte wissen, was passiert, wenn du auf dem Schwert stehst, während es rausgezogen wird. Deswegen kriegt er jetzt wieder mal zum sechsten Mal eine auf die Fresse. Keine Ahnung, wie oft ich das schon gesehen habe. So, schau mich nicht so an. Schau mich nicht so an. Es blubbert. Es blubbert. Schwert wird gezogen. Ich krieg wieder den weißen... Zieh mich mit! Ah, oh, schade. Meint auf den Kopf vom Schwert. Bringt ja nichts. Das Modell wird komplett ersetzt. Was passiert, wenn man vom Schwert getroffen wird? So, jetzt müssen wir nur noch einmal zum Schwert laufen. So, wir beschleunigen das Ganze mal. Mal Live-Events innerhalb einer Sekunde. Push, puff, 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 puff. Beiß, 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 beiß. Okay. Ey, mach langsam. Oh Gott, 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 oh Gott. Der hat uns voll gejietet, ey. Der hat uns voll Kanne gejietet. Okay, Kratos, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, hör auf, mir meinen Screen zu flashen. Hör auf, meinen Screen zu flashen. Oh mein Gott, der hat uns richtig weggejettet. Hör auf, meinen Screen zu flashen, Mann. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay. Okay. Hier könnte irgendwo... Ja? Bam! Ah! Ein paar Zentimeter. Alter, der Screen ist nur noch am flashen die ganze Zeit. Paar Zentimeter daneben, also ungefähr bei dem kleinen Häuschen. Und er macht auch schon sein Floss-Dance. Okay, okay. Jetzt aber von dem Schwert aufspießen lassen. Wir stellen uns mal direkt da drunter. I've always loved sci-fi. Diese scheiß Werbung, Alter. Ich krieg einen Kotzen. The idea of being right on the edge. Nein! 2 Zentimeter daneben. Mann, warte mal. Hier direkt beim Baum, ne? Hier direkt beim Baum, der so komisch aussieht, ist das Ding. Kratos hat uns weggestoßen. Zum Baum. Er holt das Schwert. Der Glitchbaum. Ja, genau hier wird das Schwert reinschlagen, Leute. Das ist hier der Marker. Der Baum ist extra hier so kaputt. Und aufgespießt. Und wieder weggejietet. Und wieder quer durch die Map gejietet und auf dem Baum gelandet. Jetzt mache ich auch aber die Zahnseide, du. Wer kann, der kann. Experiment gelungen. Muah. Genau, aufs Schwert aufgespießt und weggejietet worden. Finde ich glorreich. Nächstes Experiment. Was passiert, wenn die Rakete eintrifft? Die nächsten Experimente in Season 10 mit Raketen und so weiter. Das ist ein bisschen trickiger, weil das ziemlich oft crasht tatsächlich. Season 10 ist eines der instabilsten Privatserver. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, ob wir Erfolg haben. So, endlich hier. Mitsu, bist genau richtig. Wir zocken gleich die Resident Evil 8 Demo, Mitsu. Freue ich mich mega drauf. Und du wahrscheinlich auch. So, Season 10 reingesprungen. Rakete fliegt wieder los. Gänsehaut. Kickt wieder rein. Eines der ersten Dinge, die wir probieren, ist mal... Wir stellen uns genau vom Meteoriten hin, wenn er eingesaugt wird. Oder gehen wir direkt auf den Zero Point, Leute. Was meint ihr? Sollen wir versuchen, davor zu stellen oder direkt auf die Rakete? In die schwerelose Zone. Und dann oben drauf auf den Zero Point und hoffen darauf, dass die Rakete volle Kanne auf die Birne drauf fällt. Scheiße. Ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil man nicht bauen kann. So, und jetzt kommt der Gänsehaut-Moment, Leute. Jetzt kommt die Rakete. Jetzt kommt das, was Fortnite ausmacht. Und zwar einfach nur krasse Event. So, die Rakete kommt. Wir versuchen in den Zero Point zu springen. Damit teleportieren wir uns hoch. So, jetzt wird die Rakete auf. Direkt auf. Oh! Oh, 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 oh. Die ist an uns vorbeigeflogen. Aber ich glaube, näher geht es nicht, um von dem Ding erwischt zu werden. Ne? Das haben wir jetzt schon gesehen. Wir driften leider immer weiter zurück. Ich kann nicht nach vorne fliegen, um auch nochmal von Meteoriten erwischt zu werden. Das habe ich auch schon mehrmals probiert. Aber man kann den Raketen Hallo sagen. Hallo. Hallo. Safto, danke schön mit den 25 Bits. Wie machst du das mit dem Wiederholen des Live-Events? TikTok, YouTube, Twitter, alle Kanäle bitte auschecken. Habe ich schon 10.000 Mal angesprochen. So, dann werden wir nochmal hochgejietet. Und dann wird's wiederholt. Ich würde sagen, wir springen nochmal rein. Aber diesmal gehen wir in die Yeti-Höhle, während das hier passiert, Leute. Kann man sich in der Höhle vor dem schwarzen Loch verstecken? Nächstes Experiment, YouTube. Wir bleiben in der Yeti-Höhle, die es damals in Kapitel 1 gab. Es gab hier so eine kleine versteckte Höhle. Während die Rakete
in das schwarze Loch reinfliegt, dann können wir dort eigentlich nicht rausgeschleudert werden. Und wenn es uns einsaugt, können wir dort eigentlich auch nicht weg. Und dann schauen wir einfach mal, wie komplett broken das ist. Wäre, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Ding. Da startet die Rakete. Die fangen jetzt mit den Meteoriten an, ne? Und dann, wenn der Riss über den Zero Point entsteht, dann können wir in das Loch rein. Es hört sich so an, als ob... Ey, ohne Witz, der Sound hört sich so an, als ob die Raketen um mich herumfliegen, oder? Okay. Ich glaube, das Spiel hat es nicht vorgesehen, dass man so weit vom Life Event weg ist. So, Meteorit wird absorbiert. Da ist er. Ah, so sieht das von hier aus. Interessant. So sah das gerade von ganz weitem aus. Wir gehen in die Höhle. Wir gehen in die Höhle. Und wir gehen in das Haus. Oder in den Kühlschrank. Irgendwas, ist egal. Hauptsache, wir können hier nicht weggeschleudert werden. So, wir bleiben einfach hier mal unter diesem Vorsprung. Hab den Clip gesendet. Danke, Janika. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Rakete fliegt gerade runter und schlägt gleich in den Zero Point ein. Und dann müsste die Schockwelle kommen, die uns wegdrückt. Yo, 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 yo. Das ist aber nicht die feine englische Art. Das war jetzt aber... Ach man, schade. Genau das wollte ich eigentlich verhindern, dass ich weggeschleudert werde. Aber der hat uns einfach mal durch alle Wände durchgeschleudert. Hat ihn auch komplett nicht gejuckt. Aber hey, wir sind auf der Startinsel gelandet. Hallo, ich gucke von der Startinsel aus, wie das Live-Event gerade passiert. Und ich habe die Ego-Perspektive tatsächlich gerade, weil ich bei der Starterinsel bin, ne? Und nochmal schleudern. Taco-Time. Taco-Time bei Greasy entsteht immer noch. Aber ist auch ein interessanter Anblick, ne? Nochmal weiter weg. Nochmal weiter weg. Noch weiter weg als die Starterinsel. Ah, da ist gerade auch die Rakete wegteleportiert. Mann, sind wir weit weg. Flax, wir sind gerade echt weit weg gewesen. Ich habe sogar gerade die Rakete teleportieren sehen. Aber nichtsdestotrotz, schönes Ding. Man wird leider eingesaugt, ob man will oder nicht. Du kannst dich nicht verstecken. Der schwarze Loch ist nie müde. Der schwarze Loch ist nie verkehrt. Und er wird dich immer einsaugen. Und aufabsorbieren, ob du es willst oder nicht. Nächstes Experiment. So, hier Leute, hier geht's weiter. Oh mein Gott, Digga. Und das hier gefällt mir sehr gut. Weißt du, das ist die venezianische Handelsgilde. Ja, so wird ein Schuh rausgepackt. Wie geil. Ist ja mega nice. Ja, ihr wollt ja mega geil, weg, einfach ne? Mal wieder alleine zu sein. Das ist, ja, es ist einfach nur schade und bedrückend, aber gut. Wir schauen uns erstmal an. Spark hat hier schon angefangen mit dem Schlossbau, Leute. Hä? Spark hat jetzt hier einfach mal drauf losgebaut und quasi das Schloss schon mal den Eingangsbereich gemacht. Finde ich geil. Das ist noch relativ plain. Das heißt, es fehlen auf jeden Fall hier weitere Muster und sowas. Ne? Die Eingangshalle ist auf jeden Fall schon mal ganz schön. Finde ich ganz gut. Die Farbe hier oben, ich glaube Prismarin. To be honest, eher das Ding als das blaue Dach. Da können wir aber mal überlegen. Und die Tiefe halt fehlt noch. Also hier würde ich jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich mal jetzt einfach hier so drauf losbauen würde, ne, würde ich sagen, da fehlen auf jeden Fall noch so ein paar Elemente in der Mauer, wenn ihr checkt, was ich meine. Ne, also hier so ein paar Säulen und sowas, ne. Ich habe jetzt auch wieder Elytren, Leute. Ich habe mir eine Elytra wieder geholt. Kuss an JB geht an der Stelle raus, der das Ding netterweise an mich verkauft. Ich würde gerne heute mit euch Folgendes machen. Und zwar möchte ich mich hier um den Marktplatz kümmern, meine Freunde. Ich würde gerne heute mit euch zusammen einen Goldschmied bauen und vielleicht sogar den Gewürzhändler. Gewürzhändler müssten wir mal überlegen, wie wir das am besten machen. Da gibt es aber, glaube ich, Möglichkeiten mit Barrels und so. Da habe ich Bock drauf. Einen Goldhändler zu machen. Wir haben ja unten die Goldfabrik. Wir müssen erstmal ganz kurz schauen. Lasst uns, bevor wir das jetzt machen, ganz kurz ein kleines Mockup bauen. Wir müssen ja gucken, dass wir das ein bisschen vorbauen, damit ich zumindest ungefähr einen Plan habe, was wir brauchen. Also diese Korallen, die so ein bisschen filigraner aussehen. Ich stelle mir immer gerne so ein bisschen was zurecht. Eine Glocke macht Sinn. Ich finde es geil. Also das hatte gerade eben jemand gesagt, wenn wir das Gold so wie so ein Fluid quasi rausfließen lassen. Das heißt, wir sagen quasi, wir machen vorne so eine Art Muffel hin und das Gold fließt quasi hier oben, also so flüssig irgendwie heraus. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so. Dann würde ich sagen, fließt das quasi hier raus, ne? Irgendwie in sowas, in so eine Art Behältnis. Wisst ihr, was ich meine? Fantasie pur. Und jetzt kommt hier nämlich der gemauerte Ofen hin. Ja, das finde ich schon mal ganz nice. Das finde ich schon mal sehr nice, den Kontrast mit den beiden Materialien mag ich. Oh, da kommt was zusammen, Leute. Das finde ich ganz geil. Ja, ist doch mega, oder? Was sagt ihr dazu? Sowas in der Art. Finde ich persönlich ganz geil. So, ach, ich muss jetzt alles farmen noch, wie dumm. Na egal, komm.
komm, dann farmen wir mal das Clay. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie wieder schneller zu brennen in Minecraft, ne? Also, dass man so auf Speed-mäßig... Schmelzöfen sind schneller. Das sagt ihr mir jetzt, nachdem ich alles immer in diesen Öfen gebrannt habe. Ja, Leute, ne, jetzt tut mir leid. Kann man ja nicht wissen, ne? Woher auch. Wir gehen rein, Leute. Wir bauen den Ofen erst einmal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der Form noch nicht so ganz happy. Aber wir fangen hier auf jeden Fall erstmal an. Ich würde ihn fast sogar schon nur so bauen, wenn ich ehrlich bin. Weil dann können wir es alles ein bisschen... Ja, wir machen ihn so. Ja, ich freestyle nochmal ein bisschen, Leute. Aber ich glaube, wir machen ihn so. Das ist ein bisschen geiler. So ein Goldschmied früher. Der muss ja... Also der wird das ja auch geschmolzen haben. Klar, sonst kann man das ja nicht schmieden. Hatte ein Goldschmied früher dann... Also generell, ist das als Schmieden Common Thing, Verbrennungen zu haben? Also hat man das als Schmied so oder ist das eher nicht so, dass man, ist man dann ein dummer Schmied, wenn man sich verbrennt? Hat man, okay. Also ich habe hier sehr viele Leute, die Ahnung von Schmieden haben, scheinbar im Chat. Extrem stark. Dann machen wir hier nochmal so drumherum so eine Art Extra Protection. Geil. Finde ich persönlich schon ziemlich schnieke, das Ding. Ja, das geht dann natürlich gut hoch hier, ne? So, kommt hier oben, zack, zack. So, da steht auf jeden Fall schon mal der Hochofen. Und der sieht auch deutlich besser aus als der letzte, finde ich, ganz ehrlich. Der ist deutlich kompakter, ist geiler geworden. Oder Chat, was sagt ihr? So, dann machen wir hier noch Folgendes hin. Ah, ich glaube, ich mache es auch so in dem Stil wieder. So, das Becken mache ich tatsächlich doch so groß. Ich weiß, das muss nicht sein. Ah, muss ich machen. Geht nicht anders. Und dann ist halt hier die Verkaufstheke so, wisst ihr? Dann ist das halt ein ziemlich großer Goldschmied, I guess. Oder wir machen es halt nur so. So. So ist eigentlich, glaube ich, entspannter. Weil sonst ist, glaube ich, echt ein bisschen too much. Und dann kann man halt hier die verkaufen. Ja, das ist besser, Leute. Das ist sehr viel geiler. Ich würde jetzt gerne die Tage so Stück für Stück immer weiter den Marktplatz ausbauen. Da echt Bock drauf. Ui, Memo, guck mal, wie der qualmt. Ui. Memo, schau mal. Ui. Ui, Memo, guck mal. Sehr, 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 sehr geil. Sehr, 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 sehr nice. Okay. Sollen wir den Brunnen hier abreißen oder lassen wir den? Machen wir dem nur so eine kleine Verkaufstheke? So. Und dann quasi den Stand hier so. Was machen wir? Oder lassen wir den Brunnen da? Was sagt ihr, Chat? Lass den Brunnen! Okay, wir lassen den Chat, alles gut. Also ich finde, eine goldene Theke für einen Goldschmied ist schon Big Flex. Sehe ich aber irgendwie. Muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist doch schon... Das sieht doch schon mal ganz sick aus, to be honest. Einfach zu wild, Leute. Zu wild. Okay, ich würde sagen, der Goldschmied kann noch so ein bisschen mit so... Da müssen wir jetzt hier und da noch mal ein bisschen was tweaken. Aber sieht ganz nice aus. Ich glaube, das macht schon mal Sinn. Wenn wir den schon mal stehen haben, hier dann irgendwie das Konsul oder sowas, das Verbandshaus. Das Schloss macht Fortschritt. Und ich würde sagen, dann gehen wir morgen auf jeden Fall rein und machen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr am Marktplatz. Ich denke mal, morgen sollten wir den Marktplatz mal ein bisschen durchgrinden. Spark kommt gleich auch dazu. Wir bauen hier ein bisschen am Marktplatz. Und oh mein Gott, Digga, am Schloss tut sich aber einiges. Und das hier gefällt mir sehr gut. Hallo? Hi, grüß dich, moin. Joe, du wolltest mir Folgendes zeigen. Die Goldfabrik, richtig? Yes. Damit kann man Gold duplizieren, das ist verboten. Nein, es ist mehr so eine Show quasi. Ich bin da, holy sch... Ach, ich bin schon da. Die Idee ist später, wir haben hier einen großen Lavakessel. Ja. Die Lava, die läuft dann später hier rein. Ja. Dann kommen hier Magmablöcke raus. Wir haben über ein Förderband dann in diese Kühlmaschine gebracht. Ja. Runtergekühlt zu goldenen Blöcken. Ja. Die wandern dann hier unten über diese Wasserstraße. Ja. Auf die andere Seite, in dieser Maschine hier. Nein, gerade. Ja. Und hier werden die Goldblöcke dann zerschnitten. What the fuck? Wie geil. Hier ist die Säge und du siehst auch, die Säge zerschneidet die richtig. What? Also da kommt ein Goldblock an. Das funktioniert? Ja, es ist eine Animation. Also, ja, und zack. Wir tun so, als ob sie zerschnitten werden. Wie geil. Aber der Effekt ist halt geil. Wie nice. Holy shit. Ist ja mega nice. Während die Idee jetzt, Revi, ist, dass du siehst, jetzt hier kommt ja so Gold raus. Und das Gold soll jetzt hier in einem Fluss nach unten zu unserem Smaug, dem Drachen, wandern. Damit der ruhig gestellt wird. Genau. Damit der nicht hier ausrastet. Und für den Flex würde ich oben im Schloss irgendwo einen Goldbrunnen bauen, der da die ganze Zeit Gold speit. Ja, wir haben's ja, Digga. Wir können's. Da machen wir es heute dran mit Stallungen und sowas vielleicht. Das könnte man eigentlich schon mal überlegen. Den Stall schon mal zu bauen oder das Handelshaus. Das klingt doch nach einer Idee. Und hier sieht es schon so aus, als hätte man einen Platz für das Handelshaus abgesteckt. Ja, wir haben halt nicht so viel Platz hier, ne? Aber das ist doch, glaube ich, nicht so schlimm. Also ich würde halt gerne unten einen sehr, sehr noblen Unterbau haben und nach oben hin so eine richtig geile Holzfassade bauen. Weißt du, was ich meine? Wir brauchen eine geile Farbe für die Fenster, Spark. Was siehst du denn da bei den Fenstern? Ja, also wollen wir das einheitlich machen mit der Kaserne? Nee. Das Problem ist, zu bunt ist irgendwie ein bisschen Trash. Nicht so gut, weil ich wüsste jetzt nicht, warum ein Haus hier ein oranges Glas haben soll. Ich bin großer Fan von Grau. Haben wir Grau? Grau kriegen wir hin.
Nee, ich sehe uns hier mit so einem orangenen Terrakotta oder sowas, so Mediterranean-Einfluss, weißt du? Das ist die venezianische Handelsgilde. Ja, so wird ein Schuh draus, Spark. Ja, hier mit so einem geilen Balkon, Dickerchen. Sparky, gucke mal. Hör mal, also da kann man doch mal sagen, dass der Junge kreativ ist, ne? Alle haben früher die Lehrer gesagt, Mann, 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 aus dem wird nichts. Und jetzt hier, schau mal. Ja doch, damit kann ich arbeiten, das mag ich. Finde ich gut. Ey, Spark, das sieht doch wirklich, aus wie so... den Raketenshop? Ja, ja, klar. Nein. Doch, ich mach damit auch Big Profit. Spark, das sieht doch aus wie so ein geiles Haus aus Venedig, oder? Ja, Moment, bin gerade unten drin. Ja. Ich find's geil. Da muss jetzt eigentlich noch so ein fettes Holzschild irgendwie oben dran. Mit so einem Hammer und Sichel. Nee, das ist falsch. Nee, finde ich geil. Der Dreck auf der Vorderseite soll weg. What the fuck, das gehört dazu. Wusstet ihr nicht, dass sau viele Gebäude in Venedig damals einfach so eine fette Stange Kot einfach vor dem Eingang hatten? Das ist normal. Ey, checkt mal eure Bildung, Leute. What the fuck? Gefällt mir. I like. Sagen wir kurz was zum Boden, weil mehr ging hier leider nicht. So wirklich und symmetrisch ist halt schwierig, außer vielleicht... Hey, Sparky, alles gut. Wir sehen uns morgen, ja? Hau rein, mein Guter. Ciao, ciao. Beste Leben einfach. So, Leute, hier weiter geht's. Infoabend at home der FH Vorarlberg. Für alle, die sich für... Was geht ab, Zylipskill ist am Start heute mit einer der erneuten Rust-Livestream. Willkommen, Leute, und heute wird ein richtig geiler Tag. Ich freue mich heute besonders drauf, nämlich wir werden heute richtig abgehen. Aber bevor es losgeht, gucken wir uns mal kurz eine Reaction an. Und zwar der gute Mesito Mermi Flo. Der hat nämlich einen eigenen Dönerladen aufgemacht. Interessant, da bin ich ja mal gespannt, wie der läuft, Freunde. So, Leute, wir gehen rein. It's Assi TV. Ich hab's ja versprochen, dass wir das letzte Mal gucken. Jetzt gucken wir es jetzt. Ich wollte euch eigentlich nicht sagen, aber ich habe Dönerladen eröffnet. Guck mal, ich wollte eigentlich Mercedes holen. Ich habe jetzt doch Dönerladen aufgemacht, Bruder. Aber ich... Gute Investition. Oh, ordentliche Küche, muss ich sagen. Aha. Sag euch ehrlich, das lohnt sich bestimmt viel mehr. Okay, wir haben geöffnet. Oh, erste Bestellung. Der macht um eins den Laden auf, oder was? Der macht dann auch. Hallo. Ja. Es ist zu wild. Katar? Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Du willst Köftespieß mit Eidern? Okay, kein Problem, ich mach alles. Leute, nur mal kurz. Das ist so krass. Denkt ihr, dass das real ist, dass das Katar wirklich angerufen hat? Zur Info, wie macht man die besten Sucuk? Die meisten wissen nicht, wie das geht. Ihr nehmt ein Tava, macht hier drauf. Ganz wichtig, Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch Butter nehmen, kein Problem. Zack, Bruder. So, das reicht schon. Warte, ich höre die ganze Zeit die Musik von Rust im Hintergrund. Ich muss mal Rust schließen. Das ist ein bisschen lost von mir. Ich habe mich gewundert, wo die Musik die ganze Zeit herkommt. Diese reicht schon. Amen, Abräumen. Scheiße. Jetzt braucht ihr Sucuk. Schweineelende. Schweineländer heißt das. Ja, ist okay, Bruder. Schwein, warum nicht? Bruder, jetzt macht ihr das klein. Amen, Abräumen. So. Seht ihr, wie perfekt ich das schneide? So, hier haben wir jetzt die Sucuk. Jetzt kommen die Sucuk hier rein. Oh, das duftet doch gut. Sehr schön. Das ist echt laut. Aber es wird die beste Sucuk der Welt. Warte, dieses Stück muss noch rein. Aber man auch bei ihm. Geh rein, Land. Geh doch rein, du Hund. Jetzt reicht. Richtig. So, das reicht schon. Jetzt noch ein bisschen wackeln, diese... egal. Eiran. Also ich sehe schon, dass das ein echt schlechter Laden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Laden, der Dönerladen von ACTV, erster Eindruck, nicht so gut. Let's go, Eiran. Lalala, was brauchen wir für Eiran? Milch. Milch ist haram. So. Salz. Mehr. Jetzt kriegt er immer noch mehr Brustfried. So, jetzt in einen Teller rein. So. Hallo, was? Ich muss heute mal tatsächlich so ein ernstes Statement machen. Tatar, ich bin noch nicht fertig damit. Es gibt eine Deadline. Bruder, es wird noch gemacht. Haben wir noch Bäume? Wie oft denn noch? 20 Minuten später. Guck mal, wie frech Tatar mit mir redet, Alter, ganz ehrlich. Ja, dann mache ich so, Bruder, hier. Hier, auf Boden. Tschüss. Penne. Ah, du Penne, Bruder, du Penne.
Ah, das ist Ding. Ramon Yaselmi. Ey, Leute, Nudeln kann jeder. Nudeln kann schafft jeder. Wartet. Ah. So, Leute. Während unsere Nudeln kochen, werden wir noch etwas... Ey, kennt ihr so Dönerläden, die alles anbieten? Die auf einmal auf Italiener, Mexikaner machen, Inder. Da gehst du in den Dönerladen rein, da weißt du schon, dass der scheiße ist. Bro, da gibt's auf einmal, da ist alles drinne. Da kannst du afrikanisch essen, italienisch essen, mexikanisch essen, chinesisch essen. Ich sag euch ehrlich, Leute, haltet euch von solchen Dönerläden fern. Nichts gut, nichts lecker, nichts lecker. Sehr interessantes machen. Und zwar einen gesunden Snack. So, was ist gesund? Woraus kann man einen Saft machen? Apfel. Apfel ist gesund. Apfel kommt da rein. Oder die Dönerläden, die auch so Burger anbieten. Also manche können echt gut Burger, aber die meisten ist Müll. Bei meisten Dönerläden ist Burger auch Müll. Zack. I've always loved sci-fi. And the idea of being right on the edge. Fisch! Und der lebt noch! Der lebt noch! Diggi. Hähnchen Schenkel, damit wir Salmonellen bekommen. So, unsere Flüssigkeit. Das kommt für den guten Geschmack in die Spaghetti. Hä? Boah. Darauf erstmal ein Bierchen trinken, ne? Ein Bierchen. Prost, Minion! Prost! Der ist besoffen in seiner Küche. Ja, Sushi. Am besten noch Döner. Nee, das sieht doch nicht aus wie. Im Dönerladen am besten noch Sushi essen so. Bullio, oder was ist das, Bruder? Das ist. Bruder, das ist Pisteland. Das ist Jizz. Guck mal, hier ist Jizz und Pisse. 12 Sekunden später. Wegen Corona kann mein Laden nicht aufmachen. Es reicht. Am Nachtbäumen. Ich hasse diese Laden. Warte mal, Nachrichten. Vielleicht ist Corona-Ding vorbei. Vielleicht kann wie das da aussieht, Alter. Ich mein Laden aufmachen. Gas? Also das würde ich euch empfehlen, nicht zu machen. Platzt das jetzt? Hallo? Adonis! Oh mein Gott! Feuer! Feuerlöscher! Geht lang! Du gehst es nicht aus! Geh aus! Fuck! Geh aus! Oh! Mikrowelle, Essen ist fertig. Ich brauche eine Zange. Wo ist hier die Zange? Ah, da. Leute, das Fleisch sieht eigentlich ganz gut aus. Seht ihr das? Was probiert der denn da? Am Rücken, Mann! Ich hätte nicht gedacht, dass Kochen so anstrengend ist. Ich hab gar keinen Bock mehr, Walla. Jana, mich stemme hier. Ich sagte, ich töte gleich! Kein Bock mehr, keiner kommt! Keiner kommt, kein Anruf! Hallo? Ja? Hallo! Hallo! Ich schwöre es dir auf Gott! Ich bin's, Farid! Sorry, du rufst mit unterdrückter Nummer an, ruf mal richtig an! Du Bast! Willst du mich gerade verarschen? Wie redest du mit mir? Komm vor die Tür, komm! Ganz ehrlich. Handy macht nur Probleme. Was? Oh! Ist Handy Boomerang lang? Habt ihr das gerade gesehen? Das ein Hund da unten. Ich schmeiß mein Handy einfach wieder zurück. Komm her, komm, ich werf mal dahin. Komm, fang! Ah! Okay. Okay, Bruder, es reicht, ich kündige. Beste Leben, Alter. Schenk die guten Halbsitz aus dem Haus. Schade. Ich muss ja sagen, hat mir nichts gefallen, sein Laden. Also, nee, würde ich nicht essen gehen. Sag ich ganz ehrlich, ich fand auch die Hygienemaßnahmen, die da getroffen worden sind, nicht gut. Nee, hat mich nicht überzeugt diesmal. Da kriegt ihr eine schlechte Note von mir. Also, wäre ich da Restaurant-Tester, nee, du, das würde ich mir nicht geben. Da würde ich den Laden auch mal dicht machen, muss ich jetzt einfach mal sagen, ne? Dann wäre das Ding ratzbatz zu. Ich würde da nicht essen gehen. Wenn du denkst, wer kennt's nicht, Alter. So, the enemy has already got their siege tower moving up. I'm gonna try and see if I can direct some of the fire with my arch. So. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken weiter Rust. Mittlerweile 78 Streamer auf einem Server. Werkbank Level 3, also die krasseste Technologie, ist jetzt freigeschaltet. Das heißt, ich kann unsere komplette Base, ich habe ja jetzt krass Strom, Windmühlen, Solaranlagen, große Batterien, alles geil, vollautomatische Felder, kann ich jetzt vollautomatische Geschütze, die von selbst schießen, wenn Leute sich unserer Base nähern. Wir haben die beste Base in ganz Rust vom ganzen Server. Ist einfach so, die beste Verteidigung. Und wenn wir jetzt noch die Geschütze haben, ist GG.
Ich mache jetzt die OP. Oh, 82% reif. Kommen 3 Beeren raus. Es ist wirklich. Hallo, ist jemand da? Oh, die sind genau reif. Die sind alle 90% reif. Das hatte ich ja noch nie. Wenn ich die geerntet habe, habe ich gewonnen. Ich habe einfach gewonnen. Hallo? Hallo? Geile Kombination. Guck mal, wie viele das sind. Und wie reif die sind. Das sind die reifsten Beeren, die ich jemals geerntet habe. Oh, der Mais. Well. Wir sind gerade heute nur 3. Dave und Caruso haben verlassen. Rumatra hat heute Off-Day und Nicoletta auch. Reapers geht den ganzen Tag scrappen. Ja, und wir werden wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen progressen hier. Glaubst du, jemand hat auf dem Server was Geileres als diese Farm? Sei mal ganz ehrlich. Von der Komplexität her. Ja. Wer? Haben alle AKs, Hubschrauber und Waffen. Ist nicht wirklich komplex. Ja, andere Teams. Ja, aber das ist im Rust natürlich deutlich mehr stärker als Bären. Im Long Run werden wir so gewinnen. Okay, zeig mir was Neues in der Base. Max, geh durch. Okay, was ist das hier? Warum bin ich ein Roblox-Skin? Wer war das? Warst du doch safe. Erstmal. Metall, sheesh. Wir haben die Sicherheitsschleuse vergrößert. Siehst du das? So, da kommt man hier in die Base rein, ja? Dann ist hier der TC nochmal eingebaut in Metall. Geil. Der TC ist in Metall eingebaut. Dann haben wir hier überall Licht in der Base, wie du siehst. Romatra hat überall Strom gemacht. Wir haben Lampen jetzt in der Base. Saugeil. Ja? So, Metcom. Ich hab nochmal ein äußeres. Oh, was habt ihr alles Geiles gefarmt? Wie geil. Mhm. Komm mal hier mit hoch. Dann geht's hier halt weiter hoch. Wir haben alles sortiert. Hier ist nochmal ein Brewing Table. Wir haben überall Turrets aufgestellt. Hier, guck mal. Überall. Aber Turrets ist der vollautomatisch? Wenn du nicht im Team bist. Ja. Ist der voll? Der ballert direkt los. Dann ist hier mein Schlafzimmer. Ich penne hier im Ofenraum. Hier wohne ich. Also hier ist ein ganz entspannt. Komm mal, hier ist ein schönes einfach Bild ein von dir im Hintergrund. Matra. Kein Elektriker. Verstehe ich nicht. Weiter. Digga, wie geil ist unsere Base denn? Oh, was ist das? Darf man das zeigen? Ja, das habe ich jetzt. Wer wohnt hier? Guck mal, das hier ist der Corn Hub. Hier musst du noch unbedingt Pflanzen anpflanzen wegen Corn Hub. Ja. Und hier, guck mal, hier ist ein Bild, wie ich umgetroffen habe. Siehst du das? Guck mal. 3 Kürbisse sind angepflanzt, ja. Da, guck mal, wie ich umgetroffen habe. Siehst du das Bild? Geil, dass wir jetzt auch Unge in der Base haben. Das ist aber voll mega dunkel. Nice. Ja. Übel geil. Check mal das hier siehst die ganzen Batterien. Eh nicht. Ne? Dann geht's hier noch weiter hoch. Oh, da gut gemacht, der Rumatra. Der macht das hier so richtig so eckig und sowas. Ja, so mag der das. So fühlt das Rumatra. Fühle ich auch. Okay, du musst jetzt aufpassen. Sneaken zum Hochkommen. Hallo? Okay, geh runter. Okay, Rumatra hat reingekackt. Ja, Rumatra hat dir keinen Progress gegeben. Ich blute hart. Ja, Digga, schade. Danke, das ist echt eine nice Besichtigung so. Bis Rumatra zurück ist. Du kannst das Dachgeschoss nie wieder betreten, bis Rumatra zurück ist. Das ist fair. Mir ist es bei Among Us auch bei Rust auch immer wichtig, dass es fair ist für alle. Ja. Danke, ne? Wie findest du das Bild hier? Guck mal hier, das haben wir auch aufgehangen. Nee. Ich finde das jetzt blöd, dass ich jetzt da angegriffen wurde. Angerufen? Oder angegriffen wurde. Matra hat geschrieben, er macht heute einen Off-Day und kümmert sich um seine Freundin und um sich, weil die haben beide Corona. Aber im allergrößten Notfall können wir ihn anrufen. Ist das ein großer Notfall? Ich finde, aufgrund dessen, dass er es so gechoked hat... Okay, warte. Ich bin OP, ich mach's, komm. Ist es fertig? Mann, ich blute! Was soll das denn? Ich gehe jetzt. Hey, hier ist auch noch ein Scheißbild. Ich weiß nicht. Was ist das für ein Bild? Geil, oder? Mann. Ja, Digga, das muss Rumatra machen. Hey, hört mir mal zu, ihr kleinen Spießer da drüben. Hört ihr mich, ihr Spießer? Ich hab jetzt einen Tee, pure maximales Leben. Das heißt, ich kann euch einen Trank machen, wo ihr das dreifache Leben habt. Damit kann Reapers jeden töten. Das kann er auch so. Oder Reaper, sag es cool. Reaper, sag es. Der hielt mich instant, oder was? Nee, dreifaches Leben. Du hast dreifaches maximales Leben. Eine halbe Stunde. Wow, WTF, wie lange hält das? Halbe Stunde. Alter, das ist ganz schön hell. Jetzt Pure Anti-Red Tea, ein Tee, das reduziert das Leben, was du verlierst durch Radioaktivität. Das heißt, der Pure Tea, da ist Strahlung egal. Du bist immun gegen Strahlung, ja? Okay, cool, auch interessant. Dann Heilungstee, was schneller Health over Time restored, eine halbe Stunde. Das heißt, ich kann dir den Lebenstrank machen plus den Heilungstrank und dann ballerst du halt. Dann habe ich noch den Pure Scrap Tea, vergrößert den Scrap, den du kriegst pro Barrel, wenn du looten gehst. Das ist auch nice, ja, das ist interessant. Komm mal mit, das ist der beste Spot, den hier. Was ist hier für Sachen denn hier? Guck mal, die ganzen scheiß Bilder hier. Das ist der Admin, der das die ganze Zeit macht hier. Mann, wo kommen die ganzen Bilder her? Wer macht die? Was empfehlt ihr mir als chillige Waffe? Sniper, Shotgun, AK mit sehr viel Rückstoß, aber auch sehr viel Schaden. Was möchtest du? Gib mir AK, hier, ich mach Single Shot. Das ist die Waffe. Ich mach One Shot. Nimm mal die hier. Was ist das denn? Hast du Munition? Nö. Eine MP ist das. Ey, ihr geht nie wieder los. Farm bitte. Ohne Tränke. Ich hab jetzt. Okay. Ist jetzt insane. Jetzt ist Wahnsinn. Ach so. Und die Lichter sind an.
So, Junge, wenn wir werden gleich so ballern gehen. Waffen und Rüstung sind nebeneinander, wenn wir respawnen. Ey, willst du meine Farm sehen? Maul! Ja, was gleich. Wie geil ist das Bild? Bist du da? Hey, das ist neu. Krank, wie hast du den gemacht? Oh, hier ist ein Trimax-Lockruf. Lass mal, der spielt jeden Song, den du willst. Bin da. Max, komm mal mit und der spielt für dich Fluch der Karibik. Komm mal mit. Okay. Der hat's extra geübt. Okay, fang an. Wie bist du drauf? Okay. Kann ich nicht sehen. Ist das nicht cool, Max? Hast du dich gerade zur Musik bewegt, Max? Das habe ich noch nie gesehen. Mach das nochmal. Oh, oh, oh. Max, das ist kein gutes Lied. Wir sollten von der Base weggehen. Das ist ein gefährliches, böses Lied. Ist das alles danke, gelernt? Danke. Ist das gelernt oder ist das Makro? Natürlich. Junge, ich hab hier 5 Tastaturen vor mir aufgereiht. Geil. Das sind locker Makros, oder? Nein. Ich habe einfach nur 5 Tastaturen. Das ist eine Datei. Das sind MIDIs. Das ist eine MIDI-Datei. Eine MIDI-Datei? Sagt das dein Chat? Der Chat ist ganz schön böse und gönnt mir nicht. Was soll das? Ich habe 5 Tastaturen. Ich habe 10 Finger. Alter, wie schwer ist das zu lernen? Ja, ich spiele mein halbes Leben schon Rust und habe nichts erreicht. Ich habe die Schule abgebrochen, damit ich dir das jetzt vorspielen kann. Und du appreciatest das nicht. Das finde ich nicht gut. Wenn das real gespielt ist, mit Handcam appreciate ich das. Okay. 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 Ja, ich bin ehrlicher Mensch. Aufrichtig. Das ist alles echt. Junge, der Apfel liegt nicht. Guck mal. Hä? Was ist das denn? Das ist Fake-Shit. Admin. Marc, das ist Fake-Shit. Das sind die Hater. Der Admin hat sich ganz schön an den... Der Admin gefällt mir. Nein. Kann der Admin uns gerade hören? Admin, alle? Ja. Oh mein Gott, der kommt einfach aus nichts mehr als Mumie, wie creepy. Das ist ein scheiß Jumpscare-Admin. Oh. Output Port Rust, rot umklammert vom Admin. Der Admin ist gut. Oh mein Gott, ich hab was in der Base vergessen. Tschüss. Was? Ja, wie viel kommen denn hier noch? Ja, der hat mich geleistet. Das war so. Ich weiß, das kann man nicht machen. Ja. Sau-OP. So lange. Hey, brauchen wir noch ein Teammate? Ja, brauchen wir. Warum? Weil Lacaruso ist ja raus und da fragt gerade jemand, braucht jemand einen Schwede am Team? Fragezeichen. Reapers, wollen wir Apostel klar machen? Ja, ich weiß es aber nicht, wie es mit Kumaka ist. Ey, Bro, guck mal, sei doch nicht direkt so. Wir haben jetzt schon Apostel gefragt. Apostel sagt, klingt gut. Abstimmung beendet. Alright, geht los, würde ich sagen. Drink. Oh, mal gucken. Ein Stein bringt 1500. For real, verkauf deine Tränke. Ich würde sie wirklich verkaufen. Das wird sich ja nur lohnen für die Spieler. Eine Win-Win-Situation. Straße ist jemand. Pass auf. Da auf dem Berg. Wohin? Ist auf dem Hügel ist jemand. Pass auf. Hinter uns oder von wo du herkommst? Da ist jemand. Da steht jemand alleine. Dann lass außen rumreiten. Greift er an? Schaffst du das? Ich reite weg, okay? Tschüss! Ja, außenrum. Ja, rechts außenrum. Sauber. Der hätte mich total getötet. Reapers. Genau da, wo jemand auf der Straße gewartet hat, kommt Reapers auf einmal und sagt, da vorne ist einer. Gibt Feuerschutz und ich kann weg. Hilfe! Ich weiß nicht, das Pferd. Ja, das Pferd, natürlich das Pferd, aber ich gehe jetzt nicht raus, wenn auf mich geschossen wird. Wie los seid ihr denn? Ich bin. Alter, wer war das, Reapers? Wer war das? Keine Ahnung, Viper scheinbar. Aber woher wusste er das? Der kam nochmal wieder und hat mich nochmal abgefangen. Der hat mich nochmal abgefangen, Reapers. Aber woher wissen die das? Ey Leute, ich komm mit, wartet. Revi, warte, ich komm mit.
Ich komme. Jetzt wird mal zurückgeschossen. Ja, ich hab eine Müllwaffe dabei. Same. Ich hab einen Revolver dabei, eine Shotgun, mehr nicht. Egal, wir nehmen Überraschungsmoment auf unserer Seite. Holt die Schwerter raus, geht los. Max, wir kämpfen nicht mit Schwertern, what the fuck. Da vorne ich läuft seh's, jemand, ich da vorne läuft jemand. 300. Seid ihr hinter mir? Der ist voll equipped. Ist Revi tot? Nein. Vor uns, direkt vor uns. Wo? Vor mir, in die Richtung 280. Hallo? Schieß dich. Er hat mich? Hallo? Was? Oh mein Gott, du warst das! Oh mein Gott! Ja. Wie schlecht von mir! So, Leute, sprecht jetzt mal ein Machtwort. Digga, wo haben die denn alle Stress? Ich will auch irgendwo hin. Ich bin machthungrig. Ich will Leute töten. Ich bin jetzt gerade richtig derbe Killgeil. Ich bin kurz davor, keine Ahnung, Revi zu töten. Falsch, lass es, ich schieß sofort. Okay. Ja, als ich gerade looten war, waren hier 1 Million Gegner und alle wollten auf mich schießen. Jetzt, wo ich keinen Loot habe, ist keiner mehr da. Erklärt mir das mal bitte, Zuschauer. Da werde ich ultra pisst. Ich bin an der Straße lang gelaufen und mich haben 4 verschiedene Leute angegriffen und alle haben gecampt. Und jetzt, wo ich nicht 60.000 Steine dabei habe. Gegner! Ey, ich bin nur wounded. Ich bin nur verwundet. Ja, komm, pack ein. Wir bringen sein Zeug heim erstmal kurz und dann gehen wir wieder los. Ja, ne? Geil. So gutes Timing. Ach, Fostel, wie nice. Ich hab mich als Köder platziert und die ganze Zeit hier rum super laut rumgeschrien. Das lockt Gegner an. Wer ist das? Hallo, ich bin's. Feuer einstellen, ich bin's. Hier ist einer vor unserem Tor, der schießt auf mich, vor unserem Tor. Gib mir Feuerschutz, ich komm schnell rein. Feuerschutz, bitte helft mir. Sehr gut, und zumachen. Wir sind safe oben in der Base noch bei denen. Oh ja, da ist die Tür aufgegangen, da ist einer, ich seh einen. Ja, die sind immer noch, er ist wieder weg. Ist wieder da? Ja, Hit! Sniper-Hit! Sehr schön, Max. Sehr schön. Der ist knocked. Der ist dead. Der war knocked. Der ist tot? Ja, Jasko wollte ein Leben aus dem Weg gehen. Das war der. Alter, einfach getötet? Ich würde am liebsten mal mit der Sniper losgehen. Dürfte ich mal mit der Sniper losgehen, Reapers? Ja, Bro. Mach nicht so auf Krampf, so Sachen horten. Ich laufe jetzt hier mal schön auch ein bisschen rum. Ich bin jetzt hier auch mal eine Bedrohung ein bisschen für die Umgebung. Ich bin jetzt hier nicht nur am Einstecken, sondern auch mal am Austeilen. Auf 300. Töten wir los. Ich töte ihn, ich versuche ihn von dir zu snipen. Ja, war clean. In die eine Schläfe rein, in die andere Schläfe raus. Das ist Verrat. Wir hatten einen Pakt. Ach so, das wusstest du ja nichts von. Ich hatte einen Pakt mit Revi. Revive ihn. Sehr gut. Wir wussten nicht, wer auf unserer Base ist und wir wurden die ganze Zeit von Überschwitzern getötet. Okay. Komm her. Nee, warum denn? Ich zeig dir jetzt, wie man mit sowas hier umgeht. Zeig mal. Feuer los. Bisschen länger. Geile Bombe, Digga. Boah, noch eine. Achtung! Oh. Scheiße, wer jetzt hier auch noch rein muss. Du hast jetzt, warte mal, eine Tür braucht 2 Dinger. Du hast 4 für eine Tür gemacht. Was machst du? Das war so schlecht. Mach eine Granate. Halt doch mal dein Maul, dann mach doch was Besseres, dann hol doch mal was Sachen. What the fuck? Nope. Wer ist das? Hallo? Nein. Oh, darf ich ihn looten? Das ist jetzt mein Loot, oder? Hab ich mir earned. Arrow. Hallo? Scheiße, wir haben ja gar nichts. Hallo? Moin! Moin. Nicht hab ich dich gerade getötet? Nee. Ja, ist das dein Team? Wir haben noch nicht. Ey, sorry, Mann. Hier, ich geb dir 7 Mais, das hält ultra lange Essen. Leute nieder, das? Nein, der hat da super bedrohlich seine Farm da bedient. Jetzt habe ich super das schlechte Gewissen, was machen wir jetzt? Gib das deinem Teammate, eine Metallaxt, die ist echt richtig geil. Und sag ihm sorry von mir, ihr habt noch nicht mal Schlafsäcke, wie Assi. Scheiße. Hier geht gar nichts. Ich kann rumlaufen ganz normal, ohne Probleme. Teleportierst du dich auch bei mir? Du bei mir nicht, bei mir ist alles normal, auch du. Ich sehe dich ganz normal hier langlaufen. Was mache ich bei dir? Laufe ich bei dir nicht normal rum? Du bewegst dich bei mir völlig normal. Nur die Pferde lenken, der Rest geht. Reapers, hörst du mich? Ich habe keine Probleme. Reapers? Bei mir leckt nicht. Ah, moin. Na, ich habe dich schon gesucht. Ja, ich habe dich schon gesucht. Wo warst du?
Reapers, Pferde abstellen. Wie ist unsere Verhandlung? Werden wir direkt töten, wenn wir sie sehen? Oder werden wir erst so sagen, hey, na, wir kommen ganz aus dem kalten Norden, wir sind gekommen, um euch Mais vorbeizubringen? Dann werfen wir das hin und gerade wenn sie sich bücken, den Mais aufsammeln, schroten wir die Rübe weg und eröffnen das Feuer. Insaner Plan. Wenn du möchtest, machen wir das. Alright. Hallo, ist jemand zu Hause? Hier ist Maxi. Ich bin ganz aus dem Süden gekommen, um euch Mais vorbeizubringen. Ach lol, Jasko, wie random, ja, was? Ja. Hier habt ihr drei Mais zum Essen. Ey, pack die Waffen bitte weg, Junge. Ach so. Das sieht aus, als würde ich abschließen, um zu töten. Das sieht nicht gut aus. Haut rein, ne? Wie es genau hinter ihm geblitzt hat. Okay. Grüß Debitor von mir. Mach. Tschö. Reapers. Yeah. Reapers, wieso hast du dich geschossen? Also, hättest du jetzt geschossen, hätte auch mein Herz geblutet, Alter. Das ist meins auch. Ich will unbedingt einen Kill, aber ich kann nicht jemanden so... Ganz eklig. Ja, ich weiß, aber ich brauche so dringend Kills. Und es ist ausgerechnet wieder Jasko. Den habe ich doch eben gerade schon gekillt, davor. Das können wir nicht machen. Stimmt. Alter! Ballern verboten, by the way, ne? Hier ist Ballern verboten, nicht schießen. Heißt er doch. Ah, guck mal hier. So. Eve Online is a Kann ich hier ein bisschen gamble? Komm, hast du Scrap mit Max? Ja, habe ich tatsächlich. Oh, Evie. Ich finde ein Los irgendwie cooler als Glücksspiel. Also, du kannst im Grunde kannst du alles ziehen. Du kannst große Geschenke ziehen, du kannst Waffen ziehen. Du kannst ja, das ist voll worth. Los. Lass das machen. Komm. Also ein Los, 100 Scrap? Da kann aber auch komplett Schrott drin sein, ne? 100 Scrap? Ich hab nur 50. Okay, folgender Plan. Ich mache jetzt mein 50. Mein 50 durch Spin and Win mache ich zu 100 und dann hole ich mir ein Los. Ich setze 50 Scrap auf... Na, alle setzen mal auf Rot. Ich mach mal auf Schwarz. 50 Scrap auf Schwarz. Okay. Scheißsüchtiger Penner. Komm schon, Mann. Komm schon, Schwarz. Wie lange? Schwarz. Rot. Let's go! Let's go, Max. Damit habe ich 100. Ich kann mir loskaufen. Primax, ich habe hier deine Sachen. Ja, einmal bitte. 100 Scrap, wunderbar. Schon mir los. Ein Los, bitte. 100 Scrap liegen. Oh, okay, so geht das, ja? Ich nehme was Wackes. Ich nehme was ist Off-Meter? Ah, hier an zweiter Stelle. Das zweite. Ich nehme das zweite. Ich habe eins. Unwrap, ja? Halt's Maul! Nicht sagen, was du bekommen hast! Chat, das ist ultra gut. Das ist unendlich gut. Das ist, glaube ich, das Beste, was man rauskriegen kann. Was hast du bekommen, Reaper? Sag bald, was du bekommen hast. Eine Socke und 100 Holz oder sowas. Okay, dann müssen wir jetzt unbedingt ganz schnell zurück zur Base. Ich habe ein goldenes Ei bekommen. Crack open. Ui, Memo. Oh ja. Was war drin? Verrate ich nicht. Okay, wir gehen jetzt. Wir müssen jetzt los. Mach mal auf, was ist bei dir drin? Oh mein Gott. Was hast du bekommen? Sag ich nicht. Wir müssen jetzt los. Wir müssen jetzt ganz Wir müssen wirklich los. Wir müssen wirklich los. Apostel, Reapers, Eskorte. Eskorte zu viert. Revi. Revi, nimm mich mal mit. Nimm mich mit. Scheiß auf mein Pferd. Warum machst du das? Max, what the fuck? Lass los. Flieg jetzt los. Ja, was hast du mit deinem Pferd gemacht? Ich hab's erschossen. Ich flieg mit dem Heli, das ist sicherer. Bitte weiterfliegen. Ab nach Hause. Unfassbar, danke für die Eskorte. Wahnsinn. Ab rein und Sachen sichern. Wollt ihr den Helikopter abkaufen? Wie kostet der? Oh, warte mal, Revi macht sich da gerade selbstständig. Revi fliegt hoch. Oh Gott, Hilfe! Wie peinlich, Revi, wollte das abhauen. Revi, nicht in die Base. Oh Gott. Revi. Oh, ich liege am Boden, Hilfe, hilf mich auch. Das war die schlechteste Helikopter-Raubaktion, die es jemals gab. Ist der echt so schwer zu fliegen? Ich muss auch mal ganz kurz probieren. Was eigentlich? Hast du dir echt Geschenke gemacht oder was? Oh ne. Jeder hat ein goldes Ei bekommen. Hä? Nein. Jeder hat ein goldes Ei bekommen. What the fuck? Wie geht das denn? Wie fliegt man den denn? Das ist Aktion, Alter. Hallo?
Der war falsch eingestellt. Wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Ist das, liegt der da noch? Ja, ne? Dein Loot liegt da am Feuer. Aua. Ja, warum ist das denn, wieso ist der denn so, der war falsch eingestellt, der Helikopter, ne? Revi hat das durch seinen Fail-Flug falsch eingestellt. Ah, ich brenn! Wo bin ich? Wo bin ich? Was ein Witz! Wir waren seit der Map, was soll das denn? So ein Mist! Ich brauch den Stein, da kann ich nichts abbauen, ne? Ich hab einen Plan. Komm schon, brich dir alles! Ja! Nochmal, komm! Nein, was? Komm schon! Hey, kann man nicht sich zweimal das Bein brechen? Wo? Oh. Ne. Stirb bitte! Ertrinken ist der Way. Was hallo? Ist mein Loot noch da? Hallo? Der Loot ist nicht gone, der ist zu stark. Der kann nicht gone sein. Ich hab so schön im Casino gewonnen. Wo ist mein... Ist das echt weg? Ist das echt weg? Ist mein Loot wirklich weg? Nein, ja, ich hatte zu viel. Natürlich. Nein, die hat ja schon die Base getan, oder? Seid mal ehrlich jetzt, Revi. Ja, jetzt mal kurz ehrlich. Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht genommen. Du hast ihn in die Base gebracht, okay, danke. Nein, habe ich nicht. Nee, ich guck gerade, wo der ist. Aua! Er ist unter die Karte gebuggt. Nee! Okay, Bug. Was ist die Regel bei den Bugs? Nein, wird nicht gerettet. Nein, wird nicht gerettet. Es wird nichts erstattet, was passiert. Nein, es wird nichts erstattet, was durch Serverlecks verschwindet, aber durch Bugs schon. Frag Joshua. Nein, frag Joshua. Bei einem Bug gibt es Erstattung. Frag Joshua, das haben wir schon mal gemacht. Das kriegt jeder Spieler. Aber nicht bei Server-Resets und Server-Lags. Frag Rumatra, frag die Admins, das war die Regel. Ich bin doch Teil des Admin-Komitees. Es gibt nichts erstattet für irgendwas. Doch. Max, ich würde es dir wirklich gönnen, aber du musst einsehen, dass das nicht geht. Du hast den Helikopter falsch eingestellt. Zumeist. Max, man kann da nicht einstellen. Der Helikopter war komplett nach hinten eingestellt. Der Heli ist echt so schnell nach hinten geflogen. Irgendwie. Habt ihr das gesehen? Ich habe nach vorne gemacht. Die Bilder hier, ne? Ich habe nach vorne gemacht, aber der ist nach hinten. Hol dir eine neue AK, eine neue Sniper, eine neue Rüstung. Das ist so ein Rückschlag, Alter. Ich pack's nicht. Ich muss hier noch weiter farmen. Okay. Pass auf, bist du ready? Ich bin ready. Ups, nochmal. Nochmal. Lost. Hä? Warte mal. Was ist das denn für eine Scheiße? Repass genießt es gerade so hart. Wird so gescannt von meiner Seite. Der war nice. So, we're already being shot at by some of this enemy artillery. Let's get our longbows firing. Try and dodge. Bitte. Treffer? A good idea. Alter, das ist in meinem Gesicht. Kotar, Schnauze. Ich sehe gar nichts, das ist alles in meinen Augen. Max. Schnauze. Gott. Oh mein Gott, Gesicht, Max. Dein ganzes Gesicht ist komplett voll. Unten dein Gesicht. Hey, ich krieg Damage. Ich krieg übel Damage. Wie, das macht Damage? Das ist doch nur Wasser. Willst du mich verarschen? Wet and cold. Ich hab ihn fast ertrunken mit dem Ding. What? Da kann man Menschen töten? Oh mein Gott, wie geil. Und dann, wie nimmt man das nach? Ach, man zieht das Wasser. Ey, ich sterbe, hallo. Hallo. Ertrink. Bist du doof? Ich sterbe, ich bin wanted. Von einer Wasserpistole kann man nicht sterben. Ey! Wer macht denn in der Wasserpistole? Wer holt denn in der Wasserpistole schlacht eine richtige Knarre raus? What the fuck? Max, guck mal seine Mental, Alter. Ich ja? Also, willst du den Server ausmachen, Max? Wie geht das? Da musst du dich dreimal im Kreis drehen und einmal hüpfen. Das glaube ich dir nicht. Tu es nicht. Mach mal. 1, 2, 3, hüpfen. Hallo? Scheiße. Das hat geklappt auch noch so ein Scheiß. Ey, Leute, wieder mega geile Folge. Heute Rust, unfassbar geil. Die Base steht, die Verteidigung ist da, die Felder haben einen Output, das ist Wahnsinn. Ich werde jetzt rumlaufen, Werbung machen für meine OP-Tränke. Ich werde die verkaufen pro Trank 50 Scrap. Das werden die Leute sogar machen, weil sich das lohnt. Todesgeil. Wenn euch das Ganze gefällt, hier auf Twitch ein Follow dalassen, um das Ganze live zu sehen. Auf YouTube ein Abo, da wird aus einem 6-Stunden-Stream ein 20-Minuten-Video gemacht. Dann habt ihr nichts Krasses verpasst. Folgen kommen auch ultra nice an. Und dann freue ich mich sehr auf morgen. Euch einen entspannten Abend. Bleibt gesund. Haut rein. Jupp. Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch, Leute.
Und dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Nacht. Habt eine schöne Ferienwoche noch, Leute. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.